Moin Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Sternhörnchen. Eigentlich hatte ich für heute was ganz anderes geplant, aber in letzter Zeit werde ich des Öfteren von euch in den Kommentaren oder auch über Facebook gefragt, wie man denn am besten den Einstieg in das Medium Comic findet. Und ich denke, ich sollte mal ein paar grundsätzliche Worte dazu verlieren. Das ist doch gar nicht im Skript improvisiert, was ist hier los? Comics können so abwechslungsreich sein wie Musik. Das heißt aber auch, wenn ihr mich fragt, welche Comics ich euch empfehlen kann, brauche ich mehr Informationen über euch und euren Geschmäcker. Wollt ihr Superhelden-Comics lesen oder lieber realitätsnahe Geschichten? Oder lieber was mit Fantasy oder vielleicht auch was mit Horror? Ausschlaggebend kann auch sein, wie ihr gerade jetzt zu Comics gekommen seid. Habt ihr eine der vielen Comic-Verfilmungen im Kino gesehen und wollt jetzt mehr über die Charaktere erfahren? Oder hat eine Fernsehserie euer Interesse geweckt? Was sammelt der denn da? Was ist denn das hier? Regie! Oft kommt auch die Frage, mit welchem Comic man anfangen sollte, damit man alles versteht. Meiner Meinung nach ist das aber gar nicht so wichtig, denn ein Teil des Hobbys ist es ja auch, alte Hefte zu suchen und die Sammlung zu komplettieren. Außerdem bin ich der Meinung, ihr solltet euch schleunigst von dem Gedanken verabschieden, alle Hefte eures Lieblingscharakters kaufen zu können. Denn mit nichts kann man sich eher den Spaß an dem Medium versauen, wie ich schon selbst feststellen durfte. Denn sind wir ehrlich, erfolgreiche Charaktere wie Batman oder Wolverine tauchen in so vielen Heften gleichzeitig auf, dass man meinen könnte, das wäre ihre Superkraft. Wie DC Comics es mit The New 52 versuchte, seinen Lesern den Einstieg zu vereinfachen, hatte ich in einer älteren Folge euch ja bereits erzählt. Marvel hingegen ging mit seiner Initiative Marvel Now einen anderen Weg, den ich persönlich mehr mit Staffeln von Fernsehserien vergleichen würde. Denn im Grunde gibt es keinerlei Änderung an der Kontinuität, aber trotzdem sehr oft neue Nummer 1, die bereits auf dem Cover signalisieren, jetzt geht's los. Und dann kann es sein, dass ein neues Autoren- oder Zeichnergespann übernimmt oder ein einschneidendes Ereignis den Status quo des Hauptcharakters verändert. Ein Verlag wie Valiant Entertainment braucht sich darüber noch überhaupt keine Gedanken machen, denn deren Universum startete gerade erst mal vor 2 Jahren mit der Neuauflage von X-O Manowar, wächst seitdem aber stetig durch Titel wie Bloodshot, Harbinger oder Archer und Armstrong. Andere Verlage machen es dem Leser aber noch einfacher, weil sie gar kein allumfassendes Universum haben. Vertigo Comics bewegen sich ja sowieso größtenteils abseits der ausgetretenen Superheldenpfade und auch wenn ihre erfolgreichsten Serien wie Preacher und Why the Last Man schon des Längeren abgeschlossen sind, gibt es doch ab und zu immer mal wieder Serien, die einen aufhorchen lassen. In diesem Fall zum Beispiel Jeff Lemire's Trillium und Scott Snyder's The Wake. Dark Horse, die ebenfalls kein allumfassendes Universum haben, veröffentlichen neben beachtenswerten Miniserien wie Bloodhound oder Dream Thief unter anderem auch Hellboy, BPRD und Conan und eine ganze Menge Miniserien, die auf verschiedenen Videospiele und Filmlizenzen basieren. Und auch IDW ist, was Lizenzen betrifft, ganz vorne mit dabei und hat Titel über G.I. Joe, Transformers oder Star Trek und den X-Files im Programm. Mein persönlicher Lieblingsverlag ist zurzeit aber Image Comics, die ebenfalls kein zusammenhängendes Universum haben und deren aktuelle Veröffentlichung einfach unheimlich abwechslungsreich sind, was die Inhalte betrifft und auch noch unheimlich gut. Revival und East of West hatte ich euch ja auch schon bereits vorgestellt, aber was zurzeit mit Black Science, Deadly Class, Lazarus, Sex Criminals, Velvet und Zero geht, ich könnte die gesamte Folge nur über Image Comics machen. Regie, wie lange lassen wir ihm das noch durchgehen? Dann sollte ich vielleicht mal zum Ende kommen. Okay, ich fasse noch mal kurz zusammen. Schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare auf Facebook, Google+ oder Twitter. Aber grundsätzlich lautet die Antwort sowieso, schaut weiter geblitzt. In diesem Sinne, der Blitz hat euch lieb. Weiter mal.